Kulturhauptstadt Wroclaw. Was bieten Sie den deutschen Gästen? Also das Angebot ist, nach Breslau zu kommen. Das ist eine tolle Stadt, die heutzutage tief polnisch ist, europäisch, hat aber mit der deutschen Kultur sehr viel zu tun. Und zusätzlich 300 Projekte, also in dem Jahre 2016, es heißt mehr als 1000 Ereignisse. Die Olympiade von den mehreren Theatern aus Europa, mehrere Konzerte in allen Sorten von der Musik, Ausstellungen, zum Beispiel eine tolle Ausstellung der Malerei aus dem 20. Jahrhundert und so weiter und so weiter. Da, am liebsten schauen Sie im Internet und wie gesagt, das Ambiente ist wirklich in Breslau toll. Sie haben ja auch 10 Nobelpreisträger. In der Geschichte der Stadt Breslau gab es 10 Nobelpreisträger. Das wird ein Teil von einer Ausstellung 7 Wunder von Niederschlesien oder 7 Wunder von Breslau in dem Rathaus zu besichtigen. Sie bieten ja auch ein Filmfestival an. Jawohl, erstens Mitte des Jahres ein riesiges Festival. Ich glaube, da 200.000 Zuschauer. Wie heißt es, nicht Zuschauer, sondern Besucher. Und am Ende des Jahres, jede 2 Jahre, wird ein europäischer Filmpreis, ein europäischer Oscar außer Berlin vergeben und im Jahre 2016 gerade in Breslau.